und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen Crumble. Und zwar einen gesunden Crumble. Total einfach gemacht, super lecker. Ich verwende heute dazu Erdbeeren und Rhabarber. Je nach Saison könnt ihr natürlich auch Äpfel verwenden. Zwetschgen eignen sich super oder auch Pflaumen. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes muss ich natürlich den Rhabarber und die Erdbeeren klein schneiden und dafür trenne ich jetzt hier die Endstücke ab. Und als nächstes schneide ich noch ein paar Erdbeeren klein. Damit der Rhabarber nicht so sauer ist, kann man noch ein bisschen Natron dazugeben und das neutralisiert das Ganze und nimmt ein wenig die Säure weg. Dann gebe ich überall noch ein bisschen Kokosblütenzucker hinzu. So stelle ich das Ganze jetzt beiseite, lasse es noch ein bisschen ziehen und in der Zwischenzeit bereite ich schon mal die Streusel zu. Für eure Streuselmasse braucht ihr nur wenige Zutaten und das sind folgende. Und zwar habe ich hier einmal Haferflocken, nämlich die feinen. Dann habe ich gemahlene Mandeln. Ihr könntet zum Beispiel auch Haselnüsse verwenden oder Kokosraspeln. Dann verwende ich Kokosöl. Da könnt ihr entweder das native benutzen, dann habt ihr einen Kokosgeschmack. Oder das neutrale, das ist gedämpft und schmeckt dann eben nicht mehr nach Kokos. Und das sollte zimmerwarm sein. Wer möchte, kann jetzt noch zusätzlich Nussmus dazugeben. Ich habe jetzt hier Mandelmus. Es würde auch zum Beispiel Haselnussmus sich eignen oder auch Cashewmus. Und als Süße gebe ich jetzt noch ein bisschen Ahornsirup dazu. Da ist es gut, wenn ihr euch für eine Süße entscheidet, die eher flüssig ist. Jetzt verknetet ihr die Zutaten so lange miteinander, bis die Masse einigermaßen zusammenhält. Und anschließend verteilt ihr die Streusel einfach auf der Erdbeer-Rhabarber-Mischung. Und so kommt das Ganze jetzt in den Backofen und zwar für 15 bis 20 Minuten bei ungefähr 180 Grad Umluft. Und dort bleibt es einfach so lange, bis der Rhabarber weich ist und oben die Streusel richtig schön crunchy geworden sind. Und so schnell und einfach habt ihr Crumble gemacht. Total lecker und total einfach und auch noch gesund. Also wirklich, wer keine Lust hat, irgendwie Kuchen zu backen oder so, da finde ich das immer eine perfekte Alternative. Und jetzt könnt ihr das Ganze auch noch dekorieren, wie ihr möchtet, zum Beispiel mit Beeren obendrauf oder ein bisschen Sahne. Kokossahne ist auch super lecker oder Nice Cream, da habe ich ja bereits ein Video dazu gemacht, das kann ich euch mal da oben verlinken. Oder was auch noch lecker schmeckt, mit Joghurt, griechischer Joghurt, Kokosjoghurt, super lecker, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren gesunden Rezepte mehr von mir. Außerdem findet ihr alle Mengenangaben wie immer auf meinem Blog fraujanik.com. Dort habe ich alles für euch aufgeschrieben, inklusive Tipps und Tricks und so weiter. Dort könnt ihr mir auch gerne immer einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr etwas nachgemacht habt, wenn es euch gelungen ist oder auch nicht. Das sehen wir dann. Da freue ich mich jedenfalls immer riesig über euer Feedback. Wenn ihr mir ein Foto schicken möchtet, dann geht es am einfachsten über Instagram und da nehmt ihr am besten den Hashtag Frau Janik, denn dann kann ich die Fotos sehen. So, ich gehe jetzt hier leckeren Crumble essen. Es duftet herrlich und es ist noch lauwarm. Richtig lecker. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.